hat halt eben diesen Realmcrafter-Style, ne? Also, wer Realmcrafter nicht kennt, ist auch besser so, wenn ihr es nicht kennt. Nein, das ist so eine ganz veraltete Game Engine, womit man ganz einfach irgendwelche Online-Games programmieren kann. Wird aber heute nicht mehr weiterentwickelt. Und ist halt eigentlich auch ein richtiger Scheiß. Aber da sieht das Wasser genauso aus. Ist auch eigentlich die einzige Textur, die richtig geil aussieht. Alles andere ist bei dieser Game Engine total scheiße. Vor allen Dingen sagen die Entwickler immer, oh, es ist total einfach mit dieser Game Engine sein eigenes Spiel, also ein eigenes Online-Game herzustellen, obwohl das Teil total kompliziert ist. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt so wichtig. Lieber Leute beim Tanzen angucken, zugucken. Da hinten ein Fass. Ich würde jetzt gerne erstmal. Oh. Helfen oder nicht helfen? Das ist hier die Frage. Helfen oder nicht helfen? Das hier ist die Frage. Ich bin aber ein netter Hexer. Geralt von Riva, der nette Hexer. Macht sie alle fertig. Nein, noch nicht ganz. Einer lebt noch. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt? Seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Chivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Chivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier. Und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Nee, nicht jetzt. Vielleicht ein andermal. So, erstmal die Rassisten besiegt. Aber wir wollten gar nicht eigentlich der Hallöchen. Harren! Seid gegrüßt, edler Fremder! Ihr seid? Harren Brock, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Ja. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Ja, guck mal. Ich habe hier einen schönen Ring. Und Geralt, machst du wieder deine Spastiken jetzt die ganze Zeit? Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Ja, sicher. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Okay. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf. Für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal. Wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten.
Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. Na, no, sag mal her. Waffen. Schaden. Minus 2. Waffe. Okay, ich steig da jetzt noch nicht so. Habe ich hier einen Gegenstandsvergleich? Nee, habe ich nicht. Ich spiele keinen Gegenstandsvergleich. Schaden abhängig vom gewählten Stil. Hexerstahl, Schwert. Schwere Waffenfach. Trophäenfach. Kurzwaffenfach. Ach, da kommt das Silberschwert hin. Kleine Axt. Es ist theoretisch möglich, diese Waffe. Ich weiß nicht, ob ich das mal mache. Ja. Ah, es geht. Ah, ich dachte schon, dass dann ein Problem auftritt, dass ich diese Waffe dann so, dass es ein Zweihänder dann ist. Aber ist es nicht. Haben wir auch nochmal eine bessere Waffe. Okay. Noch irgendwas? Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Ja, Lippo. Lebt wohl. Okay, dann gucken wir mal jetzt Spur der Salamandra. Hab ich gemacht. Jetzt muss ich gucken. Genau, das ist die Quest. Was könnten wir? Wollte gerade springen. Okay. Ich muss ein Lagerfeuer finden. Einbruch der Nacht war das, ne? Die nachts am Flussufer spucken. Nachts. Also ich muss meditieren. Ist halt mega ätzend, wenn man echt kein Feuer, kein Zunder hat oder so. Dann kann man das nicht anzünden. Oh, ich habe eine neue Quest. Ach, guck mal. Nein. Leute, macht das Feuer an. Macht's an. Wehe. Ja. Hallo? Macht's an. So. Da mache ich es an. Nase juckt. So, ich muss meditieren. Das ist, la 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 la. Das ist, nachts ist. Das ist wichtig. Es ist nachts. Geralt von Riva hat bis in die Nacht gewartet und es ist sofort gefährlich hier. Und nicht nur das. Die Ertrunkenen sind hier. Dann mache ich einmal fertig.
Shit, zu schnell. Und was soll mir das jetzt bringen? Oder muss ich noch mehr Ertrunkene töten? Scheint so. Macht einen Abgang. Quest aktualisiert. Gut, alles klar. Kehrtmel Hafkaren. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune. Esse fahrt gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Ein-Seide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Ein-Seide. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort, denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Ja. Gut. Gut. Nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fatgern. Lebt wohl. Ja, ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Geld bekommen. Nicht unbedingt schlecht. Wird mir aber nicht angezeigt, dass ich Geld bekommen habe. Aber wir haben 236. Wir schimmeln immer irgendwie an diesem Betrag rum. Aber gut, na, ich denke immer, ich kann springen, aber nein, ich kann nicht springen. Ich sollte jetzt zurückgehen. Ich muss ja nicht unbedingt ihm sagen, was da jetzt passiert ist mit den Elfen. Aber wir haben die komischen Viecher getötet und das ist doch die Hauptsache. Jetzt kann er schön... Ach, in dem Haus ist er. Das kann er schön wegen der Salamandra was sagen und dann ist auch alles super. Er ist nicht draußen, wir müssen rein. Guten Tag. Hexer. Hexer. Ich hab es. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer. Ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir haben uns unterhalten. Sie sagten, sie würden wegen der restlichen Kisten mit der ganzen Einheit anrücken. Sind die verrückt? Gefährlich für sie so nah bei Visema, wenn jemand Meldung macht. Soll heißen? Skoyatel-Köpfe bringen einen hohen Preis, Hexer. Aber vergesst am besten, dass ihr das wisst. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer
Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Lebt wohl. Gut, das war's auch. Wir werden in der nächsten Aufnahme-Session die Skillpunkte verteilen. Dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal.